Die neue Schöpfung, viertes Kapitel. Worte der Mutter. Mach aus uns die Heldenkämpfer, die wir zu werden streben. Lass uns erfolgreich die große Schlacht der Zukunft schlagen, die geboren werden will, gegen die Vergangenheit, die zu dauern sucht, auf dass die neuen Dinge sich offenbaren und wir bereit seien, sie zu empfangen. Zitat Ende. In diesem Übergang gibt es natürlich die Heldenkämpfer, die Pioniere der neuen Welt, die Vorposten der neuen Schöpfung, die Lichtpunkte in der Finsternis. Sie kommen, um die alte Welt für das Neue aufnahmefähiger zu machen. Ein Lehrer des Sri Aurobindo Ashrams wurde einmal von einem 10-jährigen Schüler gefragt: Warum ist denn diese Welt so, wie sie ist? Da, woher ich komme, ist es so schön, so wundervoll. Aber warum sind denn die Dinge hier so, wie sie sind? Ich habe das Gefühl, dass ich nicht zu dieser Welt gehöre. Was tue ich hier? Ich kann es nicht ertragen. Ich fühle diese Unruhe in meinem Herzen. Was kann ich tun? Er gab ihm zur Antwort: Du weißt, dass es eine neue Welt gibt, die sich zu offenbaren sucht. Und einige von uns gehören zu dieser Welt. Und wir müssen in diese alte Welt kommen, so dass wir in unserem Leben vielleicht einen kleinen Raum schaffen können, in dem sich etwas von dieser neuen Welt offenbaren kann. Wir sind es sozusagen die geheimen Agenten dieser neuen Welt, die sich ganz leise hereingeschlichen haben und im Geheimen ihre Arbeit tun, die Invasion der neuen Welt in diese alte vorbereitend. Deshalb fühlst du diese Kluft. Aber dafür bist du gekommen. Du bist gekommen, um diese beiden Welten miteinander zu verbinden, sie zu überbrücken. Zitat Ende. Sri Aurobindo hat diese Vorreiter gesehen. In Savitri schreibt er: Ich sah die flammenden Pioniere des Allmächtigen über die himmlische Schwelle, die ins Leben führt, in Massen auf den Bernsteinstufen der Geburt herniederkommen. Vorläufer einer göttlichen Schar, von den Pfaden des Morgensterns herkamen sie in den kleinen Raum des sterblichen Lebens. Zitat Ende. Sie kommen auf den Wegen des Morgensterns in unsere kleine Welt. Der Morgenstern kündet die Morgendämmerung an. Wenn Venus am Horizont zu sehen ist, ist die Sonne noch nicht aufgegangen. Aber es ist ein Versprechen, dass die Sonne bald folgen wird. So verhält es sich auch mit der Übergangsphase zwischen zwei Zeitaltern. Wir befinden uns in jenem Dämmerzustand, in dem der Morgenstern zu sehen ist, aber noch nicht die Sonne. Es ist eine Verheißung. In Savitri heißt es: Ich sah die Dämmerung eines Zeitalters durchqueren, die sonnenäugigen Kinder einer wunderbaren Morgenröte. Zitat Ende. Sie sind die Kinder
die zur kommenden Morgendämmerung gehören. Und wie werden sie sein? Zitat: Die großen Schöpfer mit der weiten Stirn der Ruhe, die wuchtigen Bollwerkenbrecher der Welt und Ringer mit Vorsehung in deren Listen des Willens, die Arbeiter in den Steinbrüchen der Götter, die Botschafter des Unmitteilbaren, die Architekten der Unsterblichkeit. Zitat Ende. Die Mutter sagte, dass in gewissen Jahren ein Schub von Kindern kommt, so wie sie sagte, spezielle Kinder, die für mein Werk gekommen sind. Zu vielen Gelegenheiten wies sie auf die zukünftigen Kinder hin. Heute können wir beobachten, dass Kinder viel bewusster sind, viel wacher, als wir es in ihrem Alter waren. Die Mutter stellte zwei Eigentümlichkeiten dieser Kinder fest. Sie sagte, dass es für sie sehr schwierig ist, Autorität zu akzeptieren. Sie lehnen Autorität nicht um der Autorität willen ab. Oftmals sind sie rebellisch. Das zweite charakteristische Element ist, dass sie genau wissen, was sie wollen. In einem frühen Stadium der Ashram-Schule beklagten sich viele Lehrer bei der Mutter über einige Kinder, die sie als Problemkinder bezeichneten. Die Antwort der Mutter war: Es gibt keine Problemkinder. Sie sind Kinder der Zukunft, und dies sind die Lehrer der Vergangenheit. Sie wissen nicht, wie man ein Kind der Zukunft erzieht. Zitat Ende. In einem seiner Aphorismen sagt Sri Aurobindo: Europa brüstet sich mit seiner praktischen und wissenschaftlichen Organisation und Tüchtigkeit. Ich warte, bis seine Organisation perfekt ist. Dann wird ein Kind es zerstören. Zitat Ende. Auf die Frage hin, ob es ein Kind der neuen Welt sei, antwortete die Mutter 1971, dass dies möglich sei. Wir haben von diesen Pionieren, die zu Massen die Bernsteinstufen der Geburt herabkommen, vieles zu lernen, und es gibt vieles, was wir lernen werden. Und die Verheißung bleibt. Zitat: Sie kamen in die gefallene menschliche Sphäre, Gesichter, auf denen die Glorie des Unsterblichen noch lag. Stimmen, die noch mit Gottes Gedanken kommunizierten, Körper, die schön gestaltet waren durch das Licht des Geistes, tragend das magische Wort, das mystische Feuer, tragend den dionysischen Kelch der Freude, nahende Augen eines göttlicheren Menschen, Lippen, singend eine unbekannte Hymne der Seele, Füße, widerhallend in den Korridoren der Zeit. Zitat Ende. Sri Aurobindo machte eine sehr interessante Beobachtung zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Er sagte, dass große Seelen auf die Erde kommen werden, die ein helleres Licht manifestieren werden, als es jemals zuvor von den großen Weisen der Vergangenheit geschehen ist. Diese Seelen sind, Zitat, hohe Priester der Weisheit, Süße, Macht und Seligkeit,
Entdecker der sonnenhellen Wege der Schönheit und schwimme durch die lachend feurigen Fluten der Liebe und tänze unter den goldenen Toren der Verzückung. Ihr Schritt wird eines Tages die leidende Erde wandeln und das Licht auf dem Antlitz der Natur rechtfertigen. Zitat Ende. Wie können wir selbst zu Lichtpunkten der neuen Welt werden, zu Heldenkämpfern, die die Schlacht der Zukunft schlagen? Wie können wir mitarbeiten am Werk der beiden großen Welterlöser? Nolini Kantagupta gibt uns die Antwort. Zitat: Erinnern wir uns der Geschichte von der Mutter, was sie selbst getan hatte, als sie zu Sri Aurobindo kam. Sie gab ihre frühere Persönlichkeit, ihre ganzen Leistungen und Errungenschaften vollständig hin, machte ihr Bewusstsein zu einem unbeschriebenen Blatt und legte sich Sri Aurobindo zu Füßen wie ein neugeborenes Kind, frei von Vergangenheit. Lasst uns in gleicher Weise dem Tag entgegentreten, mit unserer Kinderseele ganz vorn. Denn jenes kleine Wesen ist in die Gegenwart der Mutter in uns, noch glühend von ihrem Bewusstsein. Zitat Ende. In einer wundervollen Passage führt uns Sri Aurobindo in die Vorbereitung, die notwendig ist, uns für die neue Welt zu öffnen und uns selbst vollständig in Liebe und Anbetung der göttlichen Mutter zu geben, so wie er es selbst getan hat. So heißt es in Savitri: Alles, was sich verweigert, muss herausgerissen und getötet werden, und zerschmettert werden müssen die vielen Verlangen, um an deren Willen wir die eine verlieren, für die unser Leben erschaffen ward. Der Schrei anderer Ansprüche war nun verstummt in ihm. Er sehnte sich nur danach, ihre Gegenwart und Macht in sein Herz und mental und in seine atmende Gestalt zu ziehen. Er trachtete nur danach, für alle Zeit ihre heilende Berührung der Liebe und der Wahrheit und der Freude in die Finsternis der leidenden Welt herabzurufen. Seine Seele ward befreit und ihr allein gegeben. Zitat Ende. Sri Aurobindo, der Botschafter der Zukunft, zeigt uns ständig den Weg, um die Verwirklichung einer glorreichen, vom göttlichen Willen gestalteten Zukunft zu beschleunigen, und er hat uns versprochen, wiederzukommen. Zum 5. Dezember 1950, als Sri Aurobindo seinen Körper verließ, sagte die Mutter: Sri Aurobindo hat seinen Körper in einem Akt höchster Selbstlosigkeit aufgegeben, der Verwirklichung in seinem Körper entsagend, um die Stunde gemeinschaftlicher Verwirklichung zu beschleunigen.
Wenn die Erde empfänglicher wäre, hätte dies bestimmt nicht sein müssen. Als ich ihm vorschlug, aufzuerstehen, sagte er ganz klar: Ich habe diesen Körper mit Absicht verlassen. Ich nehme ihn nicht zurück. Ich werde mich wieder offenbaren im ersten Körper, der auf supramentale Art gebildet wird.